Schweißdrüsen sind einzig und allein dafür da, um Haut und Körper herunterzukühlen. Vereinfacht gesagt ist an den Schweißdrüsen ein Schalter. Und der Schalter soll nur umspringen, wenn wir zum Beispiel Hitze von außen spüren oder wenn wir den Körper anstrengen durch Sport. Dann sollen die Schweißdrüsen einen geruchslosen Schweiß produzieren, der Haut und Körper herunterkühlt. Bei der Hyperhidrose ist dieser Schalter nicht in Ordnung. Er springt auch von ganz alleine um, zum Beispiel in Stresssituationen oder auch in ganz normalen Alltagssituationen. Und Hyperhidrose-Patienten haben ein wirklich großes Problem, denn die überlegen sich jeden Tag, was kann ich heute anziehen, in welche Situation kann ich mich begeben, was muss ich heute vermeiden, damit diese Hyperhidrose nicht sichtbar wird. Die häufigste Variante der Hyperhidrose ist die axilläre Hyperhidrose und die kann man behandeln. Leider helfen da keine Salbeitabletten und keine Tees und auch keine Homöopathie. Man muss sie medizinisch behandeln. Und effektiv sind mehrere Operationsvarianten, zum Beispiel die Unterspritzung mit Botulinumtoxin. Sie verspricht eine sofortige Trockenheit, allerdings hält die Behandlung nur ungefähr 6 Monate. Effektiver oder dauerhafter sind da operative Varianten. Und vor ca. 18 Jahren wurde in der Ästhetikklinik die Schweißdrüsenabsaugung entwickelt. Das ist so ähnlich wie die etwas ältere Version der Fettabsaugung. Da geht man mit einer Kanüle unter die Haut und saugt die Schweißdrüsen ab. Vor 8 Jahren wurde in der Ästhetikklinik dann die Schweißdrüsenlaserung entwickelt, bei der wir mit einem selektiven Laser unter die Haut gehen und dort direkt die Schweißdrüsen auflösen. Seit etwa 2 bis 3 Jahren gibt es aber auch die Miradry-Variante. Das ist eine nicht operative Technologie, deren Behandlungsansatz bei uns in der Ästhetikklinik weiterentwickelt wurde. Da geht man mit einer Mikrowellentechnologie von außen auf die Haut und löst die Schweißdrüsen unter der Haut auf. Allen diesen Varianten ist gleich, dass Schweißdrüsen, die einmal entfernt sind, dauerhaft beseitigt sind. Das heißt, das Problem der Hyperhidrose ist für immer gelöst. Das sogenannte kompensatorische Schwitzen, das heißt Schwitzen an anderen Stellen, kommt nach der Behandlung der axillären Hyperhidrose nicht vor. Denn es ist ja nicht so, dass der Körper vorher einfach zu viel Wasser produziert hat und es sucht sich jetzt ein Ventil in der Achsel und läuft da raus. Und wenn es das Achselventil nicht mehr gibt, braucht es jetzt ein anderes Ventil. Nein, es ist so, dass die Schweißdrüsen in der Achsel nicht in Ordnung waren. Und wenn die eben beseitigt sind, ist das Problem der Hyperhidrose für immer gelöst und es gibt kein kompensatorisches Schwitzen.